Jetzt müsste man was sehen. Wunderbar. Ja, ich freue mich heute über das Thema KI sprechen zu können. Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe tatsächlich noch kein Slide für die Präsentation, aber dank KI können wir das ja ganz schnell generieren lassen. Und ich sage hier einfach, imagine opening slide for a presentation about AI in film. Und das Ganze hätte ich gerne im Breitbild und mit der aktuellsten Version und weil wir nicht so viel Zeit haben, bitte im Turbo. Und dann schauen wir noch mal, was dabei rauskommt. Das geht jetzt schon los. Wird langsam generiert. Und dann müssen wir uns eigentlich nur noch eins aussuchen. Alles sehr dystopisch geworden. Auch schon andere Ergebnisse. Und ich nehme jetzt zum Beispiel mal das zweite, lasse das nochmal hochskalieren. Wunderbar, den Text können wir uns sparen, aber das können wir doch wunderbar hier reinbauen. Zack, zack. Und schon haben wir hier eine wunderschöne Titelfolie. Wunderbar. Ja, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wird die KI mich ersetzen? Stehe ich nächstes Jahr, stehe ich in 2 Jahren noch hier oder wird die einfach die Marketingwelt und auch vielleicht die Filmwelt übernehmen und ich werde meinen Job los sein? Und deswegen zuerst auch nochmal eine Frage ins Publikum. Wer hat alles FONQ? Ich erkläre noch kurz, was FONQ ist. FONQ ist die Fear of Not Keeping Up. Das heißt, die ganzen Sachen, die alle da draußen gerade passieren, die ganzen technischen Entwicklungen, das passiert alles so schnell, dass man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr mit bei diesen ganzen Technologien. Ich gebe es zu, ich habe FONQ, obwohl ich einige Tools schon kenne, kommen immer wieder neue, es geht immer alles schneller. Und deswegen habe ich heute einfach so ein paar Sachen mitgebracht, die wir uns anschauen können, um einfach zu zeigen, was kann die KI schon, was kann sie noch nicht und vielleicht ein bisschen die FONQ zu mildern und sie mit dem Gefühl rausgehen zu lassen. Jetzt kann ich ein bisschen abkiepen und weiß, was es alles gibt. Kurz die Begrifflichkeiten zu klären, dass wir alle die gleiche Basis haben. Wir reden von künstlicher Intelligenz, kurz KI oder auf Englisch AI, Artificial Intelligence. Und das ist ein Teilbereich, von dem wir jetzt die meiste Zeit reden, nämlich maschinelles Lernen. Das sind diese ganzen Technologien wie ChatGPT, Midjourney, von denen wir heute schon gehört haben. Da geht es um maschinelles Lernen, ist auch ganz schnell erklärt. Früher Programmierer tippt ein, Computer macht dies, macht das, Computer macht das. Ist jetzt nicht mehr so, sondern man gibt dem Computer einfach ganz viel Beispieldaten, zum Beispiel Pferdebilder. Der Computer schaut sich die an, erkennt Pferd, 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 Pferd und erkennt langsam, ah, okay, so funktioniert ein Pferd. Und erkennt dann, wenn man ihm wieder ein Bild von dem Pferd gibt, aha, das ist ein Pferd. So ungefähr, ganz vereinfacht, funktioniert maschinelles Lernen. Und das wird eben eingesetzt für diese Tools, über die wir heute sprechen. Und wie jeder gute Film starten wir in der Kreation. Das wahrscheinlich bekannteste Tool, was auch am meisten aktuell in den Medien ist, ist hier ChatGPT. So sieht das Ganze aus. Unten habe ich eine Leiste, da gebe ich was ein, wie bei Google, eine Frage oder einen Text oder irgendwas, was er machen soll. Und oben wird mir dann ein Text ausgespuckt, sozusagen eine Antwort. Und ich habe mir gedacht, okay, wir haben einen Kunden, zum Beispiel Grimme Landmaschinen aus Damme, das ist so ein kleiner Ort, und die machen Landmaschinen und die wollen einen Imagefilm. Und jetzt möchte ich doch mal ein Skript generieren lassen. Dann frage ich doch ChatGPT, bitte schreib mir ein Skript für den Recruiting-Film der Firma Grimme in Damme. Und dann fängt ChatGPT an. Der Titel des Films: Willkommen bei Grimme, wo Innovation auf dem Feld beginnt. Der Film beginnt mit atemberaubenden Luftaufnahmen der malerischen Landschaft um Damme, begleitet von inspirierender Musik. Voice-over: Willkommen in Damme, einem Ort, wo sich Tradition und Fortschritt treffen. Willkommen bei Grimme, dem führenden Hersteller von Landmaschinen und innovativen Lösungen für die Landwirtschaft. Dann zeigt der Film Bilder des beeindruckenden Grimme-Werks in Damme, das von grünen Feldern umgeben ist. Mitarbeiter in grünen Uniformen gehen mit einem Lächeln auf dem Gesicht zur Arbeit. Das ist schön geschrieben, das klingt toll, aber es ist absolut nicht kreativ. Und unser USP ist so ein bisschen Humor, deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht Kreativität, Humor, das passt ja zusammen. Schreiben wir doch mal ein humorvolles Skript für den Imagefilm, Recruiting-Film. Und der Aufsprecher fängt diesmal anders an. Bei Grimme dreht sich alles um Zusammenarbeit und Teamgeist. Aber hey, wir nehmen uns selbst nicht zu ernst. Schnitt zu einer Szene, in der Mitarbeiter ein riesiges Kartoffelgebäude bauen, das wie ein Schloss aussieht, während sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht singen: Kartoffelburg, oh Kartoffelburg, hier fühlen wir uns wohl. Das ist jetzt kreativ, ja, aber natürlich absoluter Schwachsinn und auch nicht lustig. Und generell dieses Thema Humor,
Allein schreiben wir einen Witz über Landwirtschaft. Warum haben die Kühe auf dem Bauernhof schlechte Laune? Klar, weil ihnen das Gras immer grün und nicht mauschelig genug ist. Ich bin kein Landwirt, ich habe es aber auch Landwirten gezeigt, die haben es auch nicht verstanden. Also alles gut. Kann mir denn dieses Tool trotzdem in meiner Arbeit helfen, auch wenn es jetzt kein Skript für mich schreiben kann? Kann es schon. Und wie jetzt zum Beispiel ein Film aussieht, wie wir selber den Humor einbauen, möchte ich davor nochmal zeigen. Zum Beispiel in diesem Film, den wir gemacht haben, Grimme, der doppelte Imagefilm. Wie sieht es aus, wenn der Mensch selber Humor macht? Also ist jetzt nicht KI generiert. Größten Maschinen in die kleinsten Plätze. Und das ist Grimmes kleinster Mitarbeiter. Der sucht sich aber immer die größten Plätze. Bei Grimme kann man viel erreichen und in Damme kann man viel machen. Das ist Schleppi, der zieht 20 Tonnen. Das ist okay, also scheint zu funktionieren. Kommt das jetzt von mir oder von hinten? Okay, wunderbar. Dann machen wir einfach weiter. Kann mir ChatGPT tatsächlich im Alltag helfen? Ja, zum Beispiel, wenn ich sage, es geht immer noch um das Grimme-Projekt, schreibe mir noch mal eine Liste von Gemüsesorten, die in Deutschland angebaut werden. Zack, kriege ich diese Riesenliste. So, jetzt möchte ich beim Sommer drehen. Was mache ich denn da? Gut, sage ich, suche mir doch aus den ganzen Gemüsesorten raus, welche davon im Sommer laufen. Klickt der? Ah, okay. Genau, welche davon werden im Sommer geerntet? Und schon habe ich eine Liste mit denen, die im Sommer geerntet werden. Ich habe jetzt auch immer eine kleine Einschätzung mitgebracht. Jetzt geht's wieder nicht. Da, es dauert einfach. Eine kleine Einschätzung. Anwenderfreundlichkeit ist sehr gut. 3,5 habe ich da jetzt mal gemacht, weil im Endeffekt, ich gebe einfach nur meinen Text ein und schon kommt das raus, was rauskommen soll. Nützlichkeit im Alltag sehr hoch, weil redaktionelle Arbeiten und Texte zusammenfassen funktioniert einfach wahnsinnig schnell. Falls Jobbedrohung. Der nicht geht, falls der nicht geht, den nehmen. Das ist immer meiner. Ach, okay. Ja. Jobbedrohung relativ gering, weil am Ende muss immer noch mal ein Mensch drauf schauen und auch für mich gerade dieses Thema Humor und gute Texte ist immer noch eine ganz schöne Herausforderung für die KI, deswegen habe ich da jetzt nicht wirklich Angst. Dann ein anderes Thema, was wir heute auch schon hatten, haben wir auch schon davon gehört, nämlich Adobe Firefly von Adobe. Da gibt es auch wieder einen Film zur Einführung, der hoffentlich direkt mit Ton läuft. Zack. Genau, es ist mittlerweile eine Funktion von Photoshop. Wie sieht das Ganze aus? Es sieht im Endeffekt so aus. Ich markiere mir einfach einen Bereich, schreibe dann rein, was ich da haben möchte, klicke auf Generieren und schon wird genau das generiert. Noch ein praktisches Beispiel. Wir haben hier zum Beispiel aus unserer Serie The World's Best Farmers haben wir ein Thumbnail mit einer Farmerin. Das bestimmt auch gleich kommt. Jawohl. Und es geht um Landwirtschaft, da wäre es doch super, wenn wir noch ein bisschen mehr Landwirtschaft zeigen können, zum Beispiel mit einer Landwirtschaftsmaschine, deswegen einfach hinten markiert und gesagt, ich möchte eine Landwirtschaftsmaschine drin haben und zack ist die Landwirtschaftsmaschine drin, jetzt passt der Pulli nicht mehr so ganz dazu, zack machen wir den Pulli grün, kein Problem, der ganze Prozess dauert 20 Sekunden. Anderer Anwendungsfall, Storyboards, das Ganze hier wurde in 3 Stunden erstellt mit einer Mischung aus Fotos, Photoshop, Generative Fill, verschiedene Techniken. Dafür brauchen normalerweise unsere Storyboard-Artists ungefähr einen Tag, bis sie das gezeichnet haben, bis es wirklich gut aussieht. Und das kann man jetzt einfach in 3 Stunden erstellen. Das heißt, da hat man auf jeden Fall eine sehr hohe Zeitersparnis. Und auch die Anwenderfreundlichkeit ist relativ hoch. Wenn man sowieso schon mit dem Programm vertraut ist, mit Photoshop, dann kann man damit relativ einfach umgehen. Und auch die Nützlichkeit im Alltag ist für uns sehr hoch, weil wir einfach sehr schnell kleinere Tuschen machen können und Storyboards erstellen können, was sonst einfach relativ viel Zeit braucht. Die Jobbedrohung ist relativ gering, weil am Ende braucht man immer noch jemanden, der das Ganze dann zusammensetzt und einfach dieses Endergebnis daraus baut. Das ist einfach eine Zeitersparnis und eine Entlastung. Ein Tool, was das Ganze einen Schritt weiter nimmt, haben wir am Anfang gesehen, das ist Midjourney. Da muss ich im Endeffekt keinen Bereich mehr markieren, sondern habe einfach nur ein Textfeld, wo ich unten eingebe, was ich haben möchte und dann werden sofort Bilder generiert, wie zum Beispiel hier ein Bild vom Markensummit, habe ich einfach gesagt, okay, gib mir doch mal
a corporate event with a few hundred participants, set in a large conference hall with an LED screen. Und dann kam dieses Bild raus, was, wenn man es von weit weg betrachtet, tatsächlich fotorealistisch aussieht und auch gut hätte aufgenommen worden sein hier bei dem Event. Und auch damit können wir wieder bei den Kunden arbeiten. Zum Beispiel, wir bleiben in der Landwirtschaft. Diese ganzen Bilder sind komplett KI-generiert, einfach als Moodboard, um zu zeigen, hey, so stellen wir uns den Look vom Film vor, warme Farben, dann nimmt man das so mit und dann kann der Kunde sich das schon direkt besser vorstellen. Der einzige Haken dabei ist so ein bisschen, dass je komplexer und je detaillierter die Bilder werden oder je genauer ich das haben möchte, was ich haben möchte, desto genauer müssen auch die Eingaben sein, die ich reingebe. Zum Beispiel für das Bild hier unten ist es dann schon ein relativ langer Prompt und das wird dann einfach immer länger, je detailreicher ich das haben möchte. Und bis wir das Ergebnis gekriegt haben, haben wir ungefähr 25 verschiedene Bilder generiert, bis es dann tatsächlich so rauskam, wie wir gesagt haben, okay, das ist jetzt der richtige Mood für diesen Film. Die Einschätzung, Anwenderfreundlichkeit, 2 von 5, man muss schon wissen, was man eingibt, dass dann irgendwie die Sachen auch so werden, wie man sie haben will. Dafür ist die Nützlichkeit im Alltag sehr hoch, weil ich eben einfach Sachen komplett generieren lassen kann. Die Jobbedrohung tatsächlich auch ein Stück weit höher als bei der Photoshop-KI, weil hier ist es so, Illustratoren und auch Künstler werden wir wahrscheinlich weniger buchen oder zumindest weniger Stunden buchen, weil einfach dadurch viele Moods und Sachen komplett generiert werden können. Dafür gibt es aber auch viele neue Jobmöglichkeiten, weil irgendjemand muss diese Programme ja auch bedienen können und sozusagen diese Prompts eingeben. Dann der nächste Bereich im Film ist die Produktion. Ich habe schon erwähnt, dass die ganzen Zwischenbilder auch KI-generiert sind, also das ist auch komplett generiert, da habe ich es mir leicht gemacht. Und da haben wir als erstes ein Beispiel für eine Erklärfilm-KI. Funktioniert ganz einfach, ich habe mein Skript und das gebe ich einfach ein und dann wird der fertige Erklärfilm generiert und das sieht dann so aus. The digital era is here to stay. Technology has transformed several industries, including marketing. Despite its huge potential, only a very small fraction of the world's business are utilizing digital marketing. Register to my online digital marketing course now to become a pro in just a few hours. Register yourself at www.animacareacademy.com. Ich sehe schon, die Emotionen sind ganz klar da nach diesem fantastischen Erklärvideo. Pro ist, die Anwenderfreundlichkeit ist relativ hoch. Ich muss nur meinen Text angeben, Nützlichkeit im Alltag. Tatsächlich noch nicht so gegeben, weil diese Erklärfilme sind sehr hölzern, haben wenig Charme, da ist kein Charakter drin und die Jobbedrohung sehen wir auch sehr gering, weil einfach ein gutes Storytelling und auch Bilder, die ich mir einfach merke, was ja auch das Ziel von einem Erklärvideo ist, kann das Teil einfach noch nicht machen. Das heißt, dafür ist es einfach noch nicht im Einsatz verfügbar. Dann Style Transfer, wenn man sozusagen ein Bild nimmt und den Stil auf ein anderes überträgt. Auch hier mein Beispielvideo dabei. Was bestimmt gleich abspielt. Combat. You dare suggest what did father say, brother? Here, in this holy house, in front of our father and the creator themselves. For the crown, the throne, and the lives of millions under its rule, I challenge you. You fool! You know not what you do. I challenge you to rock, paper, cross blades. Genau, das wurde nicht KI generiert, aber sozusagen der ganze Stil darauf angewendet. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wie sowas gedreht wird. Es wurde einfach von einem Greenscreen gedreht und dann wird der ganze Stil draufgesetzt. Man sagt der KI, okay, bitte machen wir doch da einen Anime-Stil drauf und der wird dann komplett auf das Bewegtbild übertragen. Und das dauert seine Zeit, bis die KI das dann durchgewurstelt hat. Deswegen ist da auch die Anwenderfreundlichkeit tatsächlich relativ gering, weil man da sehr viel Rechenressourcen und auch Zeit braucht, um diese Programme zu bedienen. Nützlichkeit im Alltag auch noch nicht so wahnsinnig gegeben, weil meistens dreht man einfach in dem Stil, wie man es haben möchte. Und die Jobbedrohung ist auch relativ gering, weil im Endeffekt wir drehen das meiste und animieren dann nicht einen komplett anderen Stil drauf. Ist eher noch so eine erweiterte Möglichkeit. Dann ein sehr spannendes Tool ist Runway. Das sieht so aus, so ein bisschen wie so ein Video-Editor und nimmt das Ganze noch eine Stufe weiter, weil hier kann ich komplette Videos aus einem einfachen Text generieren. Auch da gibt es einen Trailer. Thank you.
wahnsinnig beeindruckend. Ich gebe einfach nur einen Text ein und schon kommt ein Video raus oder eine Szene. Kann man das schon einsetzen? Kann man damit Werbung machen? Ja, es wurden damit schon Werbungen gemacht. Zum Beispiel dieser fiktive Werbespot. Are you ready for best pizza of life? Bring friends down to Pepperoni Hug Spot. Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Knock, knock, who's there? Pizza magic. Eat Pepperoni Hug Spot pizza. Your tummy say thank you, your mouth say mmm. Pepperoni Hug Spot, it's like family, but with more cheese. Der Traum von jeder Buchhaltungsabteilung, wir müssen keine Crew bezahlen, wir müssen gar nichts bezahlen, er kann doch einfach hier der Marketingmensch in-house was reinklöppeln und dann kriegen wir ein komplettes Video raus. Geht auch im Corporate-Umfeld, das sieht dann aber aktuell auch so aus. Our office is so cool, we break the corporate rules. And we don't need to go anywhere, let's just have an office party, yeah. On Thursday nights we bust the moves, drinking beers and being cool. And we don't need to go anywhere. Is totally sick. Our bosses love rap music. I spend most of my life at work, but partying here is quite the perk. Aw, yeah. Wunderschönes Corporate Video. Sowas möchte doch jeder haben. Anwenderfreundlichkeit ist relativ hoch. Ich muss ja nur den Text eingeben, aber die Nützlichkeit im Alltag maximal gering, weil solche Videos will sich tatsächlich niemand anschauen. Und deswegen ist die Jobbedrohung da auch aktuell noch relativ gering. Aber es ist technisch total spannend zu sehen, was da schon möglich ist. Und nachdem man dann gedreht oder generiert hat, kommt natürlich der wichtigste Schritt bei einem Film noch, der Schnitt, in dem der Film dann nochmal geformt wird. Und auch da gibt es Tools, die uns unterstützen können. Zum Beispiel SoundDraw, da kann ich einfach Musik generieren lassen. Und wie das dann klingt, haben wir auch ein Beispiel dabei. Genau, das war KI-Musik und das Besondere ist eben, ich kann sagen, ich möchte am Anfang, ist dramatischer, weniger dramatisch, spannender, weniger spannend und so kann ich den Song so ein bisschen anpassen. Anwenderfreundlichkeit ist relativ hoch, Nützlichkeit im Alltag noch nicht so richtig da, weil man hört schon, es klingt einfach relativ generisch. So für die Feier von meinem Neffen würde ich das Musikstück vielleicht nehmen oder für ein kleines Social Media Reel, aber für einen Imagefilm, der wirklich Emotionen und was Tolles vermitteln soll, ist einfach noch nicht genug dabei. Plus, ich muss trotzdem noch suchen, den Song anpassen und einfach ganz viel durchhören, bis ich was finde, was wirklich passt. Deswegen auch hier die Jobbedrohung noch nicht so hoch. Allerdings, je mehr sich das verbessert, werden Musiker, die sehr generische Musik machen, ohne es jetzt sehr böse zu meinen, schon einen starken Rückgang sehen, weil einfach viel so generische Musik schnell und einfach generiert werden kann. Dann ein Werkzeug, was wir schon sehr, sehr viel nutzen und wofür, glaube ich, alle sehr dankbar sind, ist automatische Transkription, weil keiner ist Filmemacher, Schnittmensch oder Journalist geworden, um vierstündige Interviews zu transkribieren und dann einen Übersetzer zu schicken, sondern da klickt man jetzt einfach einen Button, der Text wird komplett transkribiert, muss man da vielleicht nochmal drüber gehen, die Kommafehler ein bisschen austauschen und dann passt das. Und das spart einfach wahnsinnig viel Zeit, ist wahnsinnig anwenderfreundlich, ich brauche dafür nur einen Klick. Und die Nützlichkeit im Alltag ist natürlich extrem hoch, die Jobbedrohung relativ gering, weil wie gesagt, keiner transkribiert gerne vierstündige Interviews. Und dann haben wir im Schnitt noch dabei, wenn es schon ums Thema Text und so geht, haben wir noch 11 Labs dabei, ein sehr spannender Anbieter, weil hier geht es um die menschliche Stimme. Das ist Hagedorn. Und das ist unsere Story. Es ist eine Story der Möglichkeiten. Auch wir waren mal klein. Heute gehören wir zu den Top 4. Weltweit. Weil wir Möglichkeiten erkannt haben. Jetzt habe ich den gleichen Spot noch einmal dabei. Das ist Hagedorn. Und das ist unsere Story.
Es ist eine Story der Möglichkeiten. Auch wir waren mal klein. Heute gehören wir zu den Top 4 weltweit, weil wir Möglichkeiten erkannt haben. Stimme war ein bisschen anders. Jetzt wäre die Frage, wer denkt, dass Clip 1 mit einer KI-Stimme generiert wurde? Wer denkt, dass Clip 2 mit einer KI-Stimme generiert wurde? Wow, dann ist die Mehrheit tatsächlich von der Sprecherin enttäuscht oder von der KI-Stimme sehr überzeugt. Tatsächlich war der erste Clip von der KI-Stimme generiert. Und wie sieht das Ganze aus? Es ist im Endeffekt so ein Interface. Ich gebe einfach meinen Text ein, wähle die Stimme aus, männlich, weiblich, Sprache. Und dann kommt ein Text raus. Ich habe jetzt nochmal ein Beispiel generieren lassen. Herzlich willkommen beim Markensummit. Heute geht es um mein Lieblingsthema, künstliche Intelligenz. Immerhin bin ich ja selbst eine. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Genau. Dieses kurze Zögern bei dem ich habe da nichts gemacht. Ich habe einfach diesen Text rein, auf Play gedrückt und es kam 1:1 nach 5 Sekunden so raus. Anwenderfreundlichkeit wahnsinnig hoch. Man kann die Stimme dann im Nachhinein nicht mehr so viel anpassen, aber die Ergebnisse, die so rauskommen, sind schon sehr, sehr gut. Und Nützlichkeit im Alltag sehen wir so mittelmäßig. Wir würden es jetzt nicht einem Kunden geben, weil man es am Ende doch oft raushört über eine längere Strecke, dass die Stimme etwas monotoner ist. Aber um Layout-Vertonungen zu machen, um erste Versionen rauszuschicken, ist es ein wahnsinnig gutes Tool. Und tatsächlich, so schnell, wie sich das aktuell entwickelt, denken wir schon, dass gerade für kleinere Projekte, für Erklärfilme, für reine Audioformate in Zukunft deutlich weniger Sprecher gebucht werden, weil einfach die KI-Stimmen da sehr, sehr viel leisten werden können. Dann noch ein letztes Tool aus dem Bereich Schnitt. Deepfake ist eine Technologie, die schon vor Jahren auch so ein bisschen in den Medien war. Sind relativ komplexe Programme, wo ganz viel reingefüttert wird und dann was rauskommt. Zum Beispiel dieses Video hier. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Jetzt ganz synchron gewesen wäre es noch beeindruckender, aber so lassen sich sozusagen Bilder komplett verfälschen, indem man ein Gesicht auf ein anderes drauf montiert und dadurch zum Beispiel der Regisseur Jordan Peele auf einmal plötzlich zu Barack Obama wird. Oder anderer Einsatz der Technologie, um digitale Schauspieler zu erschaffen. So sieht er eigentlich aus. Und das kommt dann drauf. Und schon hat man Albert Einstein. Jetzt werden die wenigsten Leute Albert Einstein in ihrem Imagefilm haben wollen, aber es gibt auch eine noch pragmatischere Anwendung von diesen Werkzeugen und da haben wir hier noch ein Beispiel. Now we're stuck on this stupid f***ing tower in the middle of f***ing nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid... Stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. Que pensé usted y una escata en ellos. Y es todo por mi culpa. Genau, also man kann lippensynchron Gesichter ersetzen und muss sozusagen nur noch in einer Sprache aufnehmen und kann das dann machen. So könnte man zum Beispiel einfach ein Interview mit einem Mitarbeiter aufnehmen und könnte das dann in verschiedensten Sprachen ausspielen und hätte auch kein schlechtes Englisch drin, sondern mit einem deutschen Akzent, sondern hätte lupenreines Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch. Wer findet es denn gut, so eine Technik für einen Unternehmensfilm einzusetzen? Spart man sich ja Geld, Zeit, Nerven der Mitarbeiter. Ein paar vereinzelte Hände, und dann werden jetzt wahrscheinlich gleich mehr Hände hochgehen, wenn es ums Thema geht, wer hat denn Angst vor den Möglichkeiten dieser Technologie? Oder zumindest Respekt? Okay, auch vereinzelte Hände. Sprechen wir in 2-3 Jahren nochmal, wenn diese Deepfake-Technologie auch noch mehr in den Medien sein wird, weil ich glaube, da passiert ganz, ganz viel, was wir uns noch gar nicht vorstellen können und was ganz schön gefährlich auch für die Nachrichtenwelt werden könnte. Insgesamt ist die Einschätzung der Anwenderfreundlichkeit sehr gering, weil es komplexe Programme sind. Nützlichkeit im Alltag auch sehr gering. Jobbedrohung auch sehr gering, was so ein spitzer Einsatzzweck ist. Dafür
sind die neuen Jobmöglichkeiten relativ hoch, weil Experten, die sich damit beschäftigen, können relativ viel machen. Und tatsächlich, abgesehen von der Jobbedrohung, ist hier die gesellschaftliche Bedrohung das, was eigentlich das Hochpunktige ist, weil eben diese ganzen Nachrichten einfach sehr leicht verfälscht werden können mit dieser Technologie, je weiter die fortschreitet. Und am Ende des Films kommt natürlich die Distribution. Auch da kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Pragmatisches Beispiel, was alle tagtäglich wahrscheinlich irgendwo sehen. Hier haben wir jetzt als Beispiel TikTok und YouTube. Das sind automatisch generierte Untertitel, ist tatsächlich super für die Barrierefreiheit, zum Beispiel auch für Bewerber oder für Leute, die einfach an der Firma interessiert sind, die zum Beispiel eine Hörschädigung haben. Die können dann einfach ganz bequem mitlesen, ohne dass man da irgendwelche Untertitel schreiben müsste. Und in der Distribution ist auch ein Trend, der sich wahrscheinlich in vielen Bereichen weiter durchsetzen wird, personalisierte Videos. Auch hier haben wir einen Beispielclip. Schon mal gesehen? Was erinnern? Meine Freunde wollen zusammenlegen. Jeder 20 Euro. Für ein Wochenende in Amsterdam. Super. Und damit kannst du zahlen. Und zwar ruckzuck. Ruckzuck. Genau, das hat die Sparkasse gemacht und sozusagen der Name auf dem Klingelschild, der Anlass auf diesem Ballon und auch das Foto, was durch die Tür kam, ist komplett personalisiert. Das heißt, das spielt man dann an einzelne Kunden aus und die kriegen dann ein ganz personalisiertes Video. Anwenderfreundlichkeit ist relativ gering. Man braucht spezielle Firmen oder Programme, die das sozusagen möglich machen und aussteuern können. Nützlichkeit im Alltag, es ist einfach ein weiteres Tool, was eingesetzt werden kann, um einfach ein neues Erlebnis für die Kunden zu schaffen. Und deswegen ist die Jobbedrohung auch relativ gering, weil das ersetzt nichts, sondern ist einfach ein wertvolles zusätzliches Werkzeug. Was sind die Limits von der KI? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen bei dem Grimme-Dumme-Skript auch gesehen, alles Zwischenmenschliche. Also eine KI wird nicht so schnell Interviews führen können und Momente zwischenmenschlich schaffen und da einfach starke emotionale Sachen rausholen. Das kann sie einfach noch nicht, genauso wenig wie Humor, haben wir vorhin gesehen mit dem Landwirtschaftswitz. Da hinkt sie einfach noch so ein bisschen hinterher. Das kann noch kommen, aber da vertraue ich einfach auf die Kreativität von uns, von den Kreativen und von den Marketingmenschen, die sich so schnell erstmal nicht schlagen lässt. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, kommen wir zurück auf die Eingangsfrage, wird die KI mich ersetzen? Ein klares Nein. Zum aktuellen Zeitpunkt glaube ich das auf gar keinen Fall, sondern die KI wird eher wie ein neuer Kollege sein. Ich werde sie im Alltag einsetzen, kann mit ihr zusammenarbeiten, kann mich mit ihr austauschen und kriege einfach einen neuen Werkzeugkasten, mit dem ich mich beschäftigen kann, wo ich neue tolle Tools habe, um einfach neue spannende Geschichten zu erzählen. Und das ist im Endeffekt das Wichtigste, dass die Geschichten dahinter wirklich spannend sind und so umgesetzt werden, dass die Zuschauer sich die gerne anschauen und am Ende mit einem Staunen rausgehen. Und ich glaube, da kann KI noch ganz viel leisten. Und um die FOMO so ein bisschen zu beseitigen, ich glaube, das Beste, was man machen kann bei dem KI-Thema und diesen ganzen Sachen und wenn man überfordert ist, ist einfach mal ausprobieren. Einfach mal ChatGPT öffnen, gibt es eine kostenlose Version. Einfach mal ausprobieren, gucken, was kann ich damit machen und dann auch vielleicht mal drüber lachen, okay, das kann das Programm noch überhaupt nicht. Und dann einfach selber rauszufinden, was könnte ich mir vorstellen, wie kann das meinen Job verändern, was kann ich damit vielleicht in Zukunft machen, wie kann ich mit der KI in Zukunft zusammenarbeiten. Das war's. Das ist Aldente Entertainment.